Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem ganz, ganz kurzen Video zum Thema Telefonakquise. Ein Ausschnitt Insider Information Wissen. Uiuiui, Geheimhaltungsstufe 7,5. Aus den internen Mitarbeiterleitfäden, die ich hier gerade nochmal überarbeite, aufgrund eines Anlasses, dass bei mir eine neue Person anfängt. Und genau, ganz kurz hier für meine Community, was wir genau machen, also das ist sozusagen ein standardisierter Telefonakquiseprozess B2B, der sich über ja, viele, viele Jahre hin bewahrheitet hat. Wir haben also bestimmt an die 70.000 Kontaktaufnahmen produziert in den letzten 10 Jahren, sowas in den Dreh rum. In der Regel hat bei mir ein Vollzeit-Telesales-Agent so um die 1.000 bis 1.500 Accounts, die er dann sukzessive durcharbeitet, je nach Kampagne, mal mehr, mal weniger. Und mehr oder weniger immer in diesem gleichen Prozess, den ich jetzt auch nochmal feinjustiere, also nochmal ein paar feinjustiertere, kleine Mikroprozesse dazwischen sozusagen. Also, es geht letztendlich los, in der Telefonakquise, wo wir sagen, okay, Gesprächsversuch, nicht erreicht, dann schicken wir trotzdem immer eine E-Mail. Gesprächsversuch erreicht, kein akuter Bedarf. Aber dort dennoch Interesse, schicken wir eine E-Mail. Hätte er keinen Bedarf und kein Interesse, schicken wir. Das ist die einzigste, habe ich jetzt hier noch nicht drin, schreibe ich noch rein. Der einzigste Case, wo wir keine E-Mail schreiben. Ja, gleich vorweg, du wirst ja sehen, immer plus E-Mail, plus E-Mail, plus E-Mail, plus E-Mail, plus E-Mail. Ganz, ganz wichtig. Ja. Gesprächsversuch unerreicht und Bedarf und sofort Interesse am Termin plus E-Mail. Ja. Entsprechend natürlich sind das E-Mail-Vorlagen. Also wenn ich da sage plus E-Mail, immer dieses plus E-Mail ist jeweils eine unterschiedliche E-Mail-Vorlage, die wir bei uns in unserem System abgebildet haben. Da muss der Telesales Agent einfach nur auf die Maus klicken, kurz anpassen eventuell oder gar nichts mehr machen und einfach losschicken. Gesprächsversuch und erreicht Bedarf, Interesse an Termin innerhalb von 2 Wochen plus E-Mail. Interesse an Termin innerhalb von 6 Wochen, innerhalb von 3 Monaten, innerhalb von 6 bis 12 Monaten, mehr als 12 Monate. Ja? Und das haben wir jetzt immer feinjustiert. Vorher hatten wir immer so, naja, maximal so 3 Kategorien, ja, meistens so 6 Monate und mehr als 12 Monate und oder Sofortbedarf. Und das haben wir nochmal feinjustiert. Warum? Weil wir einfach festgestellt haben, dass die Akquise in den letzten Jahren, Monaten wahrscheinlich nicht einfacher geworden ist und es einfach hier nochmal einer Feinjustierung bedarf. Es gibt in Deutschland gefühlt, ich glaube, ich würde mal sagen, in 30% des kompletten Jahres immer irgendwelche, zum Beispiel Urlaubszeiten. Und da meine ich jetzt nicht nur das Sommerloch oder das sogenannte Sommerloch, sondern es gibt auch Pfingsten, dann gibt es Ostern, dann gibt es Weihnachten. Also ich weiß nicht, dann gibt es irgendwie, ich glaube in Bayern gibt es irgendwie, ich glaube, schlag mich tot, 7 Brückentage im Jahr oder irgendwie sowas. Also gefühlt ist immer jemand im Urlaub und so weiter und so weiter. Und deswegen ist häufig eben Bedarf da. Die würden gerne in den Termin gehen, aber es geht einfach nicht. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass irgendjemand im Urlaub ist und man einfach nur warten muss, bis der wieder da ist. Ja? Wir hatten erst letztens jetzt wieder einen Auftrag, wo mir die Bestellung schon 5-mal zugesagt wurde, aber es wirken halt an diesem ganzen Softwareprojekt irgendwie 4 Leute mit und dann ist zuerst der eine im Urlaub 2 Wochen, dann der andere 2 Wochen, dann nochmal einer in 2 Wochen und dann der andere hat dann seinen Urlaub gesplittet, ja, weil eben schon so viele andere im Urlaub sind. Dann sind alle wieder da im September und dann geht er auch noch mal eine Woche in Urlaub und fliegt nach Mallorca oder sowas, ja. Also unfassbar in Deutschland, ja, und wahrscheinlich ist es auch auf lange mittel- bis langfristige Sicht nicht mehr tragbar, dass da in Deutschland konkurrenzfähig bleibt, weil einfach die Leute de facto nur noch 8 von 12 Monaten im Jahr arbeiten. Also 4 Monate sind die irgendwo anders. Ja, aber egal. Gut, damit muss man eben dann leben und deswegen hier nochmal diese Feinjustierung, die wir nochmal ins System eingliedern werden, die ich dann sozusagen als Teil des internen Mitarbeiterleitfadens auf meinen neuen Mitarbeitern, die jetzt am Montag anfangen werden, hier mitgeben werde. Jetzt wirst du dir vielleicht so folgende Frage stellen. Ja, wenn das aber jetzt nochmal so stark feingegliedert ist und ein Telesales Agent, ja, mit 1000 bis 5.500 Accounts im Jahr zu tun hat, also die Aufgabe hat, die anzufassen, ja, mehrfach. Da entstehen ja
eine Vielzahl von Mikropipelines, ja, verliert er da nicht den Überblick. Und da kommt eben die ausgefeilte, sagen wir mal, Struktur deines CRMs zu tragen. Ja, das muss natürlich hypermäßig gut durchdacht sein, strukturiert sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es kommt dann irgendwann ab einem gewissen Punkt zu dem Punkt eben, dass der Telesales Agent eine Menge von Wiedervorlagen hat, die er dann irgendwie gar nicht mehr so richtig alle selber bearbeiten kann. Und das ist dann der Zeitpunkt, ja, das ist sozusagen das Signal dafür, dass du jemand Zusätzliches einstellst, sei es jetzt Teilzeit, sei es Vollzeit, ja, egal wer oder was, aber dass du eben nochmal zusätzlich Manpower ranholst, ja, und dann letztendlich diese Manpower oder Frauenpower ist dann in der Regel hat eine Setter-Funktion, also die arbeiten letztendlich nur die Wiedervorlagen ab und setten dann sozusagen den Senior Telesales Agent, der letztendlich Termine vereinbart und dann einen Termin vielleicht auch mit dabei ist, ein, zwei. Ja, also hol dir Setter, die sind in der Regel auch ein bisschen, sagen wir mal, noch unbedarfter. Manchmal, also auch Quereinsteiger sind gut und so weiter. Und sind dann letztendlich, haben auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Funktion in deinem Unternehmen. Ja. Lieber ein Setter zu viel als zu wenig. Und ich weiß, es gibt andere Strukturen. Aber da geht es häufig halt auch um andere Produkte und Dienstleistungen, ja, die wesentlich unkomplexer sind, die wesentlich vom Auftragsvolumen her, also von den Beträgen her wesentlich geringer sind und so weiter und so weiter. Es gibt andere Strukturen, da hast du teilweise vier, fünf Closer und nur einen Setter, aber da machst du halt viel mit Online-Marketing, ja. Wenn wir jetzt hier sprechen von dem typischen Direktmarketing, Direktvertrieb, brauchst du genau das umgekehrte Verhältnis. Du brauchst ungefähr zwei Setter oder vielleicht sogar drei je Closer, ne? Weil einfach der Großteil der Arbeit einfach immer wieder daran besteht, nachzufassen. Ja, das ist nun mal die Realität. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Ciao.